Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Samstag, den 16. März. Mit so viel Zuspruch hatten die Organisatoren Jonas Thurau und Luca Wilde nicht gerechnet. Etwa 1100 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis haben am Freitag gestreikt und von 11 bis 13 Uhr an der Fridays for Future Demonstration durch die Nienburger Innenstadt teilgenommen. Erneut hat sich der Abriss des Aldi-Gebäudes an der Ziegelkampfstraße verzögert. Grund ist, dass sich die Abstimmung zwischen den verschiedenen Unternehmen im Gebäude länger hingezogen hat. Jetzt steht fest, Aldi schließt am 18. April, Rossmann am 24. April. Die Eröffnung des Neubaus ist für Ende Februar, Anfang März 2020 geplant. Im Nordertor wird es künftig eine Stadtteilzeitung geben. Darüber hinaus lädt das Stadtteilhaus die Bürger zu zahlreichen Aktivitäten ein. Dazu gehören unter anderem die Garten- und Gewächshausgruppe sowie die Gartenkids. Wohnen mit Wir-Gefühl. Das wollen Wolfgang Sichert und Egon Garding in Lemke zum Leben erwecken. Darüber hinaus möchte ihr eigens dafür gegründeter Verein, der Kreativhof Marklohe, sich für die Nachbarschaft öffnen, den Gemeinschaftsgarten auch von anderen nutzen lassen und weitere Angebote bieten. Der Rotary Club Stolzenau entsendet im Sommer 3 junge Leute ins Ausland. Isabel Matthias, Daphne Helfers und Hanna Rode freuen sich auf jede Menge neue Erfahrungen. Zum Sport. Das Ticket für die Aufstiegsrelegation zur Oberliga hatten die Volleyballerinnen des VC Nienburg schon vor dem abschließenden Verbandsligaspieltag in Lüneburg in der Tasche. Die Vizemeisterschaft ist bereits fix, aber der VC wird auf die Teilnahme verzichten. Grund: mehrere Leistungsträgerinnen treten künftig kürzer. Der SVB Steimke empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SV Bavenstedt. Das hiesige Tabellenschlusslicht trifft damit auf den Tabellenfünften, der mit einem Auge noch auf den Oberligaaufstieg schielt. Bei den Steimkern fehlt der beste Mann der Vorwoche, Keeper Sebastian Schwarzenberg ist krank. Bei der U19-Rangliste im Badminton traten noch 6 junge Talente aus dem Kreisgebiet an. In Gifhorn waren vor allem die Cracks des MTV Nienburg erfolgreich. Lara Dietz gewann das Finale. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de.